Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker: Cheyenne Ochsenknecht und Mama Natascha streiten sich wegen Papa Uwe ++ Peter Klein und Iris haben immer noch Kontakt ++ Polizeieinsatz bei Yvonne Wölke nach Beunruhigender Instagram-Nachricht. Die Promi-News des Tages im Gala-Ticker. 29. März 2023. Cheyenne Ochsenknecht und Mama Natascha streiten sich wegen Papa Uwe. In der zweiten Staffel der Sky-Serie Diese Ochsenknechts steht der Familienstreit im Mittelpunkt. Nicht nur die Beziehung zwischen Jimmy Blue Ochsenknecht 31 und Rennfahrerin Laura Marie Geisler 24 wird dabei zur Zielscheibe. Mama Natascha Ochsenknecht 58 empfinde ihre Verlobung als zu früh. Auch zwischen Cheyenne Ochsenknecht 22 und ihrer Mutter fliegen in der aktuellen 7. Folge die Fetzen. Der Grund? Unstimmigkeiten wegen Vater Uwe Ochsenknecht, 67. Während sich Natascha für ein Sozialprojekt in Iringa, Tansania, aufhält, brodelt es im fernen Österreich. Tochter Cheyenne sei genervt von der Ansage ihrer Mutter und habe sich aus der Familien-WhatsApp-Gruppe verabschiedet. Erklärt die 58-Jährige, während sie auf dem Bett sitzt. Letztendlich ist es tatsächlich so, dass ihr Vater in einer Sendung war und hat sich wieder nicht so nett über mich und unsere Familie geäußert. Das ging auch um unsere Serie. Und wir wissen alle, der hat sie geguckt. Natascha habe in den Familienchat geschrieben, dass sie das respektlos finde, dass er sich so äußert. Wir haben ihm nichts getan. Und das fand Cheyenne dann nicht so witzig. Da würden es ja alle lesen können. Aber genau aus dem Grund habe das Model dementsprechend gehandelt. Sie könne Cheyennes Austritt nicht nachvollziehen, finde ein solches Verhalten kindisch. Doch Cheyenne laufe nicht weg vor einer Diskussion. Wenn ein Thema für mich geklärt ist, dann ist es geklärt, im Gegensatz zu anderen Personen aus ihrer Familie, die noch weiter diskutieren wollen würden, erklärt die 22-Jährige genervt. Themen, die vermutlich etliche Familien mit getrennten Elternpaaren kennen dürften. 28. März 2023. Peter Klein und Iris haben immer noch Kontakt. Nach der angeblichen Affäre zwischen Peter Klein, 55, und Schauspielerin Yvonne Wölke, 41, abseits des Dschungelcamps, das behauptet Ehefrau Iris Klein, 55, bis heute, sind nicht nur die Kleins getrennt. Auch die Liebe zwischen Wölke und ihrem Ehemann zerbrach. Während sie wieder bereit ist für eine neue Liebe, wäre einem netten hanseatischen Kaufmann nicht abgeneigt, verriet sie kürzlich gegenüber Bild, halten Peter und Iris Klein weiterhin Kontakt. Das hat der Handwerker, der nun als Sänger durchstarten will, vor wenigen Tagen im Gespräch mit RTL verraten.